Borussia Dortmund und Erling Haaland wild. Borussia Mönchengladbach möchte ab jetzt jede Woche gegen Bayern München spielen. Die Bundesliga ist mit viel Emotionen und mit einigen Überraschungen aus der Pause gekommen. Herzlich willkommen zu Beidfüßig, die Bundesliga. Das Topspiel in dieser Woche, das heißt Gladbach gegen Leverkusen. Und dazu haben wir auch einen absoluten Gladbach-Kenner, nämlich Ralf Bosse, mit dem sprechen wir gleich. Aber zunächst mal geht's rüber zu Marcel Niesner. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Ich glaube, du warst ganz gut in Form auch zum Rückrundenauftakt, oder? Ja, ich bin ganz gut aus dem Winterschlaf gekommen. 5 von 9 waren richtig. Ja, ich sag mal, dadurch, wie du schon angekündigt hast, dass die ein oder andere Überraschung dabei war oder das unerwartete Ergebnis, bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Ausbeute. Marcel, das Topspiel lautet Gladbach gegen Leverkusen am Samstagabend. Leverkusen spielt sehr gerne gegen Gladbach, denn gegen dieses Team bzw. gegen diesen Verein haben sie die meisten Tore in der Bundesliga geschossen. Gewinnen die auch am Samstag? Ja, Carsten, nicht nur, dass sie die meisten Tore gegen Gladbach geschossen haben, auch die letzten 4 Spiele gegen allesamt an Leverkusen. Ja, das heißt, da die erste Tendenz geht vielleicht eher in Richtung Leverkusen. Natürlich muss man sagen, die Eindrücke des letzten Spieltags ja, gingen eher in Richtung Gladbach, weil ich finde, es wird aktuell medial so ein bisschen runtergeredet, dass die Gladbacher in München gewonnen haben. Ich finde, wie Christopher Kramer auch im Interview nach dem Spiel gesagt hat, die Bayern hatten schon eine sehr, sehr starke erste Elf auf dem Platz. Also, dass sie da das Spiel verloren haben, das war keine Selbstverständlichkeit, so wie es jetzt aktuell ein bisschen dargestellt wird. Ich glaube, die Gladbacher werden stark zurückkommen aus der Winterpause. Ja, das heißt, auch in den nächsten Wochen werden sie auf jeden Fall aufholen. Das ist auf jeden Fall meine klare Einschätzung der Sache. Leverkusen hingegen hat mit vielen Ausfällen zu kämpfen, ja, sei es durch Afrika Cup, sei es durch positive Tests, andere Verletzte, die noch fehlen. Das heißt, da fehlt momentan mir so ein bisschen die Konstanz auch in den Ergebnissen und auch in den Leistungen, schon gegen Ende des letzten Jahres. Und deswegen, Carsten, auch in Anbetracht der Heimstärke der Gladbacher, der traditionellen Heimstärke der Gladbacher, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Gladbacher das Spiel auch gewinnen. Ja, und da gibt es eine sehr, sehr attraktive Quote, muss ich sagen, in Höhe von 2,60, dass sie das Spiel gewinnen. Und ja, warum soll Gladbach nicht mal mit 2 Siegen aus der Winterpause starten? Genau so, kann man ja mal so sehen. Ich gehe jetzt mal rüber zu Ralf Bosse. Der ist, wie erwähnt, Borussia Mönchengladbach-Kenner Intimus. Mal hören, was der dazu zu sagen hat. Ja, herzlich willkommen, Ralf. Dankeschön. Wie lange verfolgst du Borussia Mönchengladbach schon professionell? Das ist eigentlich, seitdem ich ja, Fußballreporter, Kommentator geworden bin, das allererste Mal, dass ich sie live übertragen habe. Muss ich mal überlegen, wann war das denn? Irgendwann ein Bundesligaspiel. Vom Datum her kann ich es gar nicht mal so genau sagen. Ich bin seit 30 Jahren jetzt in diesem Jahr, genau 30 Jahre in diesem Job tätig. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Traumjob da umsetzen durfte. Ralf, am Wochenende spielt Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Das ist ja schon eine besondere Konstellation. Wie glaubst du, wird dieses Spiel ablaufen? Wer gewinnt da? Es ist schwer. Es ist wirklich schwer vorherzusagen, denn dieser Sieg bei Bayern München hat Borussia Mönchengladbach hoffentlich ein bisschen Aufschwung gegeben, Selbstvertrauen gegeben nach dieser kurzen Winterpause. Eigentlich war es ja kaum eine Pause, da wieder reinzufinden in die Abläufe, die Mannschaft ja durchaus beherrscht. Wir erinnern uns ja alle an das tolle 5:0 im DFB-Pokal gegen Bayern München. Also sie müssen dranbleiben. Nur wer die Borussia kennt, der weiß auch immer dann, wenn es so ein Spiel gibt, wo du sagst, jetzt, da können sie den nächsten Schritt machen, dann haben sie eigentlich immer, ja, ich will nicht sagen versagt, aber zumindest nicht diesen Erfolg feiern können. Ich glaube, es ist ein offenes Spiel. Bayer Leverkusen selber ist ja auch noch nicht so richtig drin in diesem Flow, den man in der Hinrunde hatte. Gerardo Seoane hatte auch noch so seine Probleme, die Mannschaft in die Reihe zu bekommen. Ja, du fragst, wer gewinnt? Gewinnt überhaupt einer? Könnte auch ein Unentschieden sein. Aber wenn wir jetzt in die Details gehen. Florian Neuhaus hat in den letzten 5 Bundesligaspielen 4-mal getroffen. Genauso viele Tore, wie er in 32 Auftritten zuvor insgesamt hatte. Hütter hat ihn Richtung Zehnerposition geschoben. Ist das der Schlüssel zum Erfolg? Das scheint so zu sein. Florian Neuhaus ist sicherlich einer, der im Defensivarbeiten, im Rückwärtsgang seine Defizite hat. Kann er nicht so gut. Aber er ist natürlich in der Lage, absolut überragende Pässe zu spielen, diese Schnittstellenpässe, Mitspieler einzusetzen.
Und je weit vorne er hochgeschoben wird, umso kürzer natürlich die Distanz für diese Pässe. Aber er ist auch in der Lage, in so einer hektischen Drucksituation Situationen zu erkennen, zu wissen, wo muss ich den Ball hinspielen, wo sind meine Mitspieler. Da hat er offensichtlich seine Qualitäten, seine Stärken. Es wäre gut, wenn er sich da wieder einbringen kann. Passt Hütter zu Gladbach? Spielanlage, die Idee generell von Adi Hütter passt da rein. Ich habe ihn im Trainingslager kennengelernt. Er hält sich da weitestgehend aus der Trainingsarbeit raus. Seine Co-Trainer machen das. Er ist eher derjenige, der persönliche Gespräche geführt hat, Vier-Augen-Gespräche, um seine Spieler dann einzunorden, hinzuweisen, was besser gemacht werden muss. Das ist vielleicht eher sein Job. Man muss vielleicht noch, und das ist für mich, für uns Außenstehende schwer einzuschätzen, Passe zwischen Kader, Mannschaft und dem Trainer. Verstehen die sich? Das heißt jetzt nicht vom Hinhören, sondern verstehen die den Fußball, den er spielen will? Sind die Spieler, die jetzt den Marco Rose noch erlebt haben, jetzt schon wieder im Kopf umgeswitcht, dass sie sagen, okay, der Trainer will jetzt was anderes, der neue Trainer, der Adi Hütter, jetzt muss ich mich anders bewegen, anders laufen, habe ich das schon wieder drin? Du brauchst ja für den Fußball auch schlaue Spieler, die diese Sportart beherrschen, die die Wünsche des Trainers umändern können. Vor einer Woche solltest du noch links rum laufen, jetzt kommt der neue Mann und sagt, nee, alles rechts rum. Das musst du ja auch umsetzen können. Ich glaube, da ist es noch nicht so reibungslos eingelaufen, wie das sein könnte und sollte vor allen Dingen. Aber Adi Hütter ist ein Mann der Rückrunde, das haben wir bei Eintracht Frankfurt gesehen. Der Auftaktsieg ist da. Es scheint zu funktionieren, es scheint besser zu werden. Bayer Leverkusen ist so, wie Bayer Leverkusen in den letzten Jahren immer gewesen ist. Viel zu wechselhaft. Ist Seoane auch schon wieder gescheitert an diesem Ensemble? Es wäre mir ein bisschen früh, das jetzt schon so festzumachen, um ehrlich zu sagen, es ist gescheitert. Gescheitert hieß da auch, da muss schon wieder ein neuer Mann her. Dann hätten wir genau das, was du sagst, schon wieder eine Änderung auf dieser wichtigen Position, wieder ein neuer Trainer, wieder neue Ideen, alles wieder umstellen. Das weiß ich nicht. Aber du hast schon recht, Bayer Leverkusen flippert so ein bisschen durch die Gegend, fehlt die konstant, hängt immer so ein bisschen an der Kante zu den internationalen Plätzen, mal drin, mal draußen. Das ist alles möglich in diesem Paket Bayer Leverkusen. Du weißt nie, was du da zugestellt bekommst in diesem Paket. Sehr, sehr wackelig, sehr fraglich. Und ich glaube, Gerardo Seoane ist auch so, dass er immer noch sagt, was soll ich mit der Mannschaft machen? Man darf also sehr gespannt sein, was Bayer Leverkusen am Samstag abliefern. Vielen Dank, Ralf, zum Thema Gladbach gegen Leverkusen. Wir machen weiter mit einem weiteren Knaller an diesem Wochenende, nämlich der 1. FC Köln empfängt Bayern München. Die Kölner waren nur einmal, was die Punkteausbeute betrifft, genauso gut in diesem Jahrtausend, nämlich in der Saison 2016-2017. 28 Zähler, der Baumgart-Effekt schlägt voll durch, Marcel. Absolut, stimme ich dir komplett zu. Ich finde, die Kölner spielen auch wirklich einen sehr, sehr ansehnlichen Fußball, jetzt auch in Berlin. Ja, das war fast schon ein Stück weit reif, dass sie nach diesem 1-2, was sie kassiert haben, nicht eingebrochen sind, sondern dann einfach kurz vor Schluss per Konter das 3-1 gemacht haben. Das spricht schon für eine gewisse Weiterentwicklung der Mannschaft, muss man sagen. Trotzdem wartet mit den Bayern jetzt natürlich ein ganz, ganz anderes Kaliber, das muss man sagen. Die Bayern haben seit mittlerweile 15 Spielen nicht mehr gegen Köln verloren und 14 dieser 15 Spiele haben sie sogar gewonnen. Das heißt, wenn man den direkten Vergleich sich ansieht, ja, dann läuft alles auf den Bayern-Sieg hinaus. Aber, Carsten, Köln, eine Niederlage aus den 9 Heimspielen in der laufenden Saison. Das heißt, zu Hause sind sie wirklich gut unterwegs, ja, auch schwer zu bezwingen. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es ja ein umkämpftes Spiel wird, dass Köln auf jeden Fall ihre Chancen bekommen wird. Da bin ich überzeugt von. Aber Bayern hat Lewandowski. Und Lewandowski hat in seinen letzten 6 Spielen gegen Köln immer getroffen. Und das wird auch diesmal passieren, da bin ich eigentlich überzeugt von. Und wie du dir jetzt vielleicht schon denken kannst, es geht in Richtung viele Tore. Das heißt, ich glaube, sowohl Köln als auch Bayern wird treffen und es werden vielleicht 4, 5, vielleicht sogar 6 Tore fallen. Und deswegen habe ich mich für die Quote 1,77 auf das über 3,5, das heißt mindestens 4 Tore im Spielverlauf, entschieden. Alles klar, mit einem Kopfballtor von Modest, oder? Ich glaube auch dran. Kurz auch eine Einschätzung zu diesem Spiel von Ralf Bosse. Köln gegen Bayern München. Schaffen die Jungs von Steffen Baumgart die Überraschung? Ja. War jetzt wahrscheinlich zu kurz, ne? Ja, ey, das ist ein überragendes Spiel. Steffen Baumgart, es ist sein Spiel. Steffen Baumgart wird 90 Minuten ackern und rackern an der Seitenlinie, wird alles geben. Seine Jungs werden alles geben.
Und ich glaube, das ist genau die richtige Mannschaft, die du brauchst. Einen hyperaktiven, heißen Trainer mit einer Mannschaft, der eben seine Truppe heiß und gallig machen kann auf so ein Spiel. Der Gegner Bayern München, das reicht eigentlich. Da musst du niemanden motivieren. Das reicht ja schon. Ich glaube, sie packen das. Und da bin ich mal sehr gespannt, was dann wieder passiert, was du als nächstes Thema bei dir dann herausfinden wirst in beidfüßig. Was ist mit Bayern München? Zweite Niederlage in Folge. Fehlstart. Was ist denn da wieder los? Das kann durchaus so passieren. Also ich glaube schon, dass der FC Köln absolut in der Lage ist, die Bayern zu bezwingen. Wird ein heißes Spiel. Ich glaube schon. Die Kölner packen das. Wunderbar. Vielen Dank, Ralf. Du glaubst an die Überraschung. Und Marcel, jetzt zeige ich dir mal, wie es geht. Das ist die Abfahrtshocke. Und am Wochenende kommt der absolute Klassiker, nämlich Wengen. Das längste Abfahrtsrennen im alpinen Skizirkus. 4,5 Kilometer und die bleiben immer so. Ja? Die federn das alles weg. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Jedenfalls, was ihr braucht zu diesem Mega-Event im alpinen Skisport, findet ihr bei der Wettbasis. Also Wengen ist top an diesem Wochenende. Übrigens auch Biathlon, Ruhpolding. Marcel, habe ich die Abfahrtsrocke richtig demonstriert? Was sagst du? Carsten, mir brennt schon die Oberschenkel, wenn ich dich nur sehe. Ja, mir übrigens auch. Aber wirklich ein geiles Rennen, sage ich dir. Für euch gibt es noch eine wunderbare Möglichkeit, ohne großen Einsatz etwas zu gewinnen. Machen wir weiter mit Fußball und zwar mit einem weiteren Knaller, nämlich Borussia Dortmund gegen Freiburg. Da gibt es eine niederschmetternde Statistik, nämlich von 21 Heimspielen hat Borussia Dortmund 20 nicht verloren gegen den Sportclub Freiburg. Was sagt Christian Streich dazu? Christian Streich wird dem entgegnen, dass die Freiburger die letzten beiden Spiele gegen Dortmund gewonnen haben. Das könnte ich mir vorstellen, zwar jetzt nicht im Signal Iduna Park, aber trotzdem haben sie es geschafft, die Dortmunder zweimal hintereinander zu bezwingen. Und man darf nicht vergessen, die Freiburger spielen eine überragende Saison. Ja, jetzt war in der letzten Woche dieses 2-2 gegen Bielefeld war ein bisschen unter den Erwartungen, ja, weil die Erwartungshaltung natürlich auch mit den Ergebnissen aus der Hinrunde gestiegen ist. Das muss man ganz klar so sagen. Aber ja, in Dortmund ist es nochmal eine ganz, ganz andere Aufgabe. Ja, Dortmund in der laufenden Saison 12 von 13 Heimspielen gewonnen, sind mit den Bayern zusammen das beste Heimteam der Bundesliga. Haaland allein hat in seinen letzten 7 Heimspielen immer getroffen und in Summe 12 Tore erzielt. Das heißt, auch auf Haaland ist Verlass, gerade zu Hause. Ja, aber, ich sage nochmal aber, weil die Freiburger haben wirklich das Potenzial und die Qualität zu überraschen. Ja, und jetzt darf man nicht vergessen, Dortmund hat eine ganz, ganz schwache erste Halbzeit gegen Frankfurt gespielt, fällt dieses 1-2 aus dem Nichts. Ja. Ja, der Anschlusstreffer fällt das Tor nicht, dann verliert Dortmund das Spiel sang- und klanglos. Jetzt sprechen alle von Mentalität und von Meisterschaftsrennen, vollkommener Schwachsinn, sage ich. Ja, die Dortmunder hatten Probleme, die Dortmunder werden auch weiterhin Probleme haben. Und vor allen Dingen defensiv, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Da geht es drunter und drüber bei den Dortmundern. Und deswegen gehe ich auch hier davon aus, dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen werden. Ja, Freiburg in der laufenden Saison erst 4-mal ohne Torerfolg geblieben. Die Dortmunder im Gegensatz dazu nur 2-mal zu 0 gespielt. Das heißt, es fallen Tore und es fallen vor allen Dingen Tore auf beiden Seiten. Und deswegen 1,65, beide Mannschaften treffen. Aber auf die Überraschung gehst du nicht. Also nicht, dass der Sportclub gewinnt. Da traust du dich nicht. Nee, aufgrund der Tatsache, dass Dortmund einfach zu Hause doch deutlich stärker ist als auswärts und Freiburg, wie gesagt, nicht hundertprozentig gut aus der Winterpause gekommen ist. Deswegen an die Überraschung glaube ich nicht. Alles klar. Dann gibt es noch ein wunderbares Spiel am Samstag. Union Berlin empfängt Hoffenheim. Hoffenheim unter Sebastian Hoeneß, ja, praktisch auf dem Nagelsmann-Weg. Die sind spielerisch gut, die haben eine gute Punktausbeute. Also das ist spektakulär gerade.
7 Spiele nicht verloren hintereinander. Ja, 5 davon gewonnen. Das heißt, die Hoffenheimer kann man momentan wirklich getrost als Mannschaft der Stunde in der Bundesliga bezeichnen. Vor allen Dingen, Carsten, wie du sagst, sie spielen einen sehr, sehr attraktiven Fußball, einen munteren Fußball nach vorne. Ja, haben wirklich auch mittlerweile Spieler entwickelt, die ja einen super Lauf genommen haben. Ja, ich sage nochmal David Raum, der wirklich richtig gut spielt auf seiner Position. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Hoffenheim diesen Positivlauf, den sie jetzt wirklich schon seit einigen Wochen haben, auch in Berlin fortsetzt. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, Union Berlin hat nur eins der letzten 25 Bundesliga-Heimspiele verloren, haben der laufenden Saison schon fünfmal. Ja, genau. Genau, haben der laufenden Saison schon 5-mal zu Hause zu 0 gespielt. Aber ich gehe mit der Form. Ja, und da hat mich Union Berlin trotz des 2-2 in Leverkusen, haben sie mich nicht überzeugt. Sie standen doch sehr tief. Da sieht man einfach, dass ein Avoni vorne fehlt, der beim Afrika-Cup weilt. Und deswegen, es kann nicht alles auf Max Kruse lasten, ja, auch wenn der eine wirklich gute Bilanz hat gegen Hoffenheim, schon 16 Torbeteiligungen, die meisten gegen alle Vereine aus der Bundesliga. Ja, aber ich sage, Hoffenheim hat gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ja, ich sichere das Ganze aber mit dem Draw No Bet ab. Das heißt, auf dem Zweiwegmarkt finden wir eine 1,87 für den Auswärtssieg und die können wir anspielen. Alles klar. Wie sieht es mit der NFL aus? Da bist du doch mittendrin. Absolut, ich freue mich auf die Playoffs. Ja, war ja wirklich nochmal ein sehr, sehr spannendes letztes Wochenende, gerade mit dem ja, vermeintlichen Unentschieden-Spiel Chargers gegen Raiders. Da hätte es wirklich nochmal für die Steelers böse enden können. Jetzt sind die Steelers dabei gegen die Chiefs in den Playoffs. Ich freue mich für Big Ben und ich freue mich insgesamt auf sehr, sehr viele spannende Spiele. Und dazu gibt es alles, was ihr braucht bei der Wettbasis. So, jetzt den Bundesliga-Spieltag noch im Schnelldurchlauf. Kurz und schmerzlos die anderen Spiele. Moment. Da haben wir als erstes Wolfsburg gegen Hertha. So die Wolfsburg, die, ja, würde ich sagen, Geisterbahnfahrer. Man braucht eigentlich nicht mehr viele Worte über Wolfsburg verlieren. 8 Pflichtspielniederlagen in Serie. Jetzt spielen sie natürlich gegen eine Mannschaft, gegen die sie ganz gern spielen. Haben nur 1 der letzten 9 Spiele gegen die Hertha verloren. Aber ich sage einfach, die Form ist zu schlecht, als dass ich eine Wette auf Wolfsburg wagen würde. Ich gehe auf mehr Tore in der zweiten Halbzeit, ja, und begründe das Ganze einfach damit, dass beide Mannschaften sowohl mehr Tore geschossen als auch mehr Tore gefangen haben nach der Pause. Und deswegen Quote 2-0, mehr Tore in der zweiten Halbzeit. Stuttgart-Leipzig. Leipzig kommt wieder. Und das war eigentlich für mich klar, weil die Leipziger zu viel Qualität haben, als dass sie ja wirklich im Mittelfeld der Tabelle festhängen bleiben würden. Deswegen, für mich ist Leipzig so ein, ja, hört sich jetzt blöd an, aber es ist ein schlafender Riese. Ja, sie werden auf jeden Fall noch einen großen Sprung in der Tabelle nach vorne machen. Davon gehe ich aus. Ich gehe auch davon aus, dass sie in Stuttgart gewinnen. Die Quoten haben mir allerdings nicht ganz so gut gefallen. Ja, und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass mindestens 3 Tore im Spielverlauf fallen. Einfach aus dem Grund, dass Leipzig wirklich eine gute offensive Qualität hat, aber auch Stuttgart gegen Fürth massig viele Chancen vergeben hat, aber sie haben sich die Chancen erspielt. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch gegen Leipzig zum Torerfolg kommen. Deswegen mindestens 3 Tore, 1,61. Alles klar. Und dann kommt Mainz gegen die kernigen Bochumer, die im Mittelfeld, ja, man kann schon sagen, sich etabliert haben. Absolut, aber sie haben eben auch nur, ja, in 2 von 9 Auswärtsspielen gepunktet. Die anderen 7 Auswärtsspiele haben sie verloren. Jetzt spielen sie in Mainz. Mainz eine Mannschaft, die zu Hause erst 5 Gegentore gefangen hat. Das heißt, defensiv wirklich sehr, sehr stabil steht und seit 5 Heimspielen ungeschlagen ist. Und deswegen kombiniere ich die Tipps 1x. Das heißt, mindestens ein Punktgewinn der Mainzer und unter 3,5 Tore, weil ein Torspektakel glaube ich hier wirklich nicht. Und deswegen diese beiden kombinierten Tipps 1,60 in der Spitze. Die beiden Sonntagsspiele bleiben Augsburg gegen Frankfurt. Augsburg mit diesem spektakulären Neuzugang Ricardo Pepi. Bin mal gespannt, ob er diesmal vielleicht sogar schon eine Chance von Anfang an erhält. Ich glaube es noch nicht, weil einfach noch ein bisschen fehlt bei ihm. Glaube ich auch. Aber nicht. Augsburg auch ohne Pepi in den letzten 7 Heimspielen immer getroffen. Ja, das heißt, sie sind zu Hause wirklich mittlerweile, ja, absolut konkurrenzfähig, auch gegen gute Mannschaften konkurrenzfähig, aber die Frankfurter eben auch in den letzten 4 Auswärtsspielen immer mindestens 2-mal getroffen. Das heißt, für mich im Umkehrschluss, es werden Tore fallen, es werden auch hier Tore auf beiden Seiten fallen. Beide treffen 1,68. So, und dann schießen wir jetzt mal alle Lichter aus, denn wir müssen ganz tief runter in den Tabellenkeller. Bielefeld gegen Fürth. Und ich sage hier, dass Bielefeld das Spiel gewinnen wird, ja, weil sie einfach auf mich momentan wirklich einen guten Eindruck machen. Ja, auch nur eine Niederlage in den letzten 5 Spielen.
Eben, ja, aus den letzten drei Spielen haben sie sogar 7 Punkte geholt. Und was am Anfang das Problem war, ja, die Offensive, sie haben in diesen 3 Spielen immer mindestens doppelt getroffen. Das heißt, momentan läuft es wirklich gut. Auch die Aufholjagd gegen Freiburg hat sicherlich Selbstvertrauen gebracht. Fürth hingegen, ja, zu Hause haben sie jetzt so eine leichte Aufwärtstendenz, die natürlich noch weit weg davon ist, wieder vom Klassenerhalt träumen zu dürfen. Aber auswärts, Carsten, 9 Spiele, 9 Niederlagen, 6 zu 34 Tore. Das heißt, da geht gar nichts und deswegen Heimsieg Bielefeld zu einer Quote von 1,91. Wunderbar, danke Marcel. Das Ganze hier in einer schönen, übersichtlichen Grafik für euch. Marcel, du bereitest dich schon mal auf deinen Urlaub vor. Nächste Woche werden wir dich dann da erwischen, wo andere entspannen. Aber da musst du weiter arbeiten. Und ich wünsche euch ein erfolgreiches und ein entspanntes Wochenende. Und nicht vergessen, die zweite Liga geht auch wieder los. Dazu gibt es natürlich auch von uns wieder eine Sendung und Infos. Bis dann. Tschüss.